weht und zappelt. Fahnen, kleine Windmess. Ja, leichte Unterstützung für die Zielgerade. Für die Zielgerade Unterstützung. Dominik Sidlacek auf Bahn 2. Bahn 1 bleibt frei. Wir haben in Summe 5 Läufe mit je 5 Zehnkämpfern. Dominik Sidlacek auf Bahn 2. Hans van Alphen auf der 3. Keisuke Ushiro auf der 4. Jan Däuber aus der Schweiz auf Bahn 5. Von außen Ingmar Wos. So, und jetzt gilt's. Alle gut weggekommen. Zügig angehen, flott angehen, aber nicht zu schnell. Die Herren vor ihm, die sind die Stadionrunde schon ein Tick schneller gelaufen. Darum muss er sich hier ein klein wenig zurückhalten. Vorne auf der Außenbahn Ingmar Wos, der Mann auch mit der besten Bestleistung über die 400 Meter mit 49,21. Geht die Geschichte hier sehr flott an. Ich würde meinen, noch ist das Tempo von Dominik Sidlacek gar nicht schlecht. Er hat ja noch den Vorteil der Kurve. Jetzt kommt er auch ein klein wenig heran, hängt da zurück. Aber die anderen sind auch von der Bestleistung besser. Und jetzt kommt Dominik Sidlacek noch einmal heran. Er hat noch Reserven, hat sich was aufgespart und geht da auch noch vorbei. Auf Position 3 läuft er hier ein. Der Schweizer Jan Däuber mit dem Disziplinensieg. Es gibt keine 50 Sekunden und drunter Zeit für Dominik Sidlacek, das ist klar. Aber es ist im Rahmen. Vielleicht ein bisschen gar vorsichtig angegangen. Der junge Jan Däuber läuft hier mit 49,85 neue persönliche Bestleistung. Das ist schon einmal okay für den Schweizer, der hier bei den Großen erstmals richtig mit dabei ist. ...50,60 für Ushiro und Dominik Sidlacek 50,26. Die Zeit ist gerade da. Also es hätte gut und gern 0,3 Sekunden schneller sein können. Macht in Summe aber dennoch ein ganz ordentliches Ergebnis für Dominik Sidlacek. Denn die 0,3 Sekunden, die er hier verliert, die sind nicht so dramatisch. 400 Meter Lauf, was macht das aus? 10 Punkte sind da 0,2 Sekunden, also vielleicht so um die 15 Punkte, was er da liegen lässt. So, Zielgerade, da ist Sidlacek nochmal richtig stark. Fängt auch noch fast Ushiro an, auf alle Fälle Hans van Alphen. Und läuft auf Rang 3 ein hinter Däuber und Ushiro. Starkes Finish. Alles gut gegangen, trotz leichten Problemen im Knie. Also Laufsieg hier für den Schweizer Jan Däuber, der 49,85 läuft und damit diesen ersten 400 Meter Lauf für sich entscheidet. Dann haben wir 50,16 für Keisuke Ushiro, 50,26 und 803 Punkte für Dominik Sidlacek, Hans van Alphen 50,43 und Ingmar Wos 51,09. Das bringt, das haben wir schon kurz hochgerechnet, Dominik Sidlacek auf ein Gesamtscore nach dem ersten Tag von 3.974 Punkten. Im Vergleich, im Vorjahr, da waren es 3.871 Punkte, also exakt 103 Zähler sind es heuer mehr als bei seinen 7.400.